Ich hoffe, ihr könnt mich alle gut hören. Freut mich, dass ihr zu so vielen hier zum Seminar gekommen seid. Ich teile euch auch meinen Bildschirm, dann könnt ihr die Slides sehen, die ich vorbereitet habe. Davor kurz zu meiner Person, die Conny hat es ja eingeleitet. Ich bin Investment Manager im Software-Team. Wir haben beim Hightech Gründerfonds drei Teams, Hardware, Software, Life Science. Genau, im Software-Team seit jetzt knapp 3,5 Jahren dabei, habe aktuell 6 Portfoliounternehmen im Bereich Software, Digital Health, B2C, ein Thema mit dabei, ein AdTech-Thema, ein klassisch B2B Software as a Service ist auch mit dabei. Und genau, bin immer auf der Suche nach spannenden neuen Startups, womit wir auch direkt zum Thema kommen. In unregelmäßigen Abständen kommt es dazu, dass wir spannende, gute Teams sehen mit einem potenziell großen Markt und einer spannenden Idee, die aber ein, zwei Fehler gemacht haben beim Aufsetzen des Unternehmens, bei den ersten Schritten, die dann wiederum dazu führen, dass es während der Due Diligence oder auch schon in den ersten Gesprächen klar wird, es gibt bestimmte Blockaden oder bestimmte Barrieren, die überwunden werden müssen, die den Fundraising-Prozess deutlich verlängern, bis hin zu unmöglich machen. Und das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, zum einen für die Gründer, also oder für euch, und zum anderen aber auch natürlich für uns, wenn wir sagen, das ist eigentlich super spannend, was wir hier sehen. Aber es gibt, wir können leider nicht investieren und das dauert, der Prozess dauert deutlich länger. Wir müssen Anwälte involvieren, was auch immer. Und dementsprechend heute mein persönliches Ansinnen, eben dieses Thema voranzutreiben, die Top 10 Fehler von Startups vor der Finanzierungsrunde, damit ihr, die ihr wahrscheinlich alles startet oder gestartet seid mit eurem Unternehmen, das idealerweise vermeiden könnt, oder eben wisst, worauf ihr achten müsst und bewusst gewisse Risiken eingeht. So, Conny, kannst du mir noch die Bildschirmfreigabe geben? Dann kann ich meine Präsentation teilen. Müsste So. jetzt funktioniert haben. Genau. Okay. Sehr gut. Hier ist sie auch schon. Ich mache mich kurz klein. So, perfekt. Es geht, wie gesagt, um die Top 10 Fehler eines Startups vor der Finanzierungsrunde. Ist ein bisschen subjektiv, sind die Punkte, die uns in letzter Zeit im Wesentlichen aufgefallen sind. Natürlich gibt es noch eine Vielzahl mehr. Und es gibt immer individuelle Punkte bei den Startups, aber hier mal sozusagen die Zusammenfassung aus meiner praktischen Arbeit der letzten Jahre. Genau. Zum Fonds. Ihr kennt den Hightech Gründerfonds wahrscheinlich. Wir sind einer der aktivsten Seed-Investoren in Europa und wie man auf der Karte ganz gut sieht, mit einem klaren Fokus auf Deutschland. Investieren aus dem dritten Fonds seit 2017 in Startups, die im Hardware, Software, Life Science Bereich tätig sind, die eigentlich eins eint und das ist der innovative Kern des Produkts. Was heißt es für uns? Das heißt für uns, dass wenn die Startups, in die wir investieren, im Vergleich zum Wettbewerb von Kunden gesehen werden, dass sich der Kunde nicht für das Startup entscheidet, weil das Marketing besser war, sondern weil es eben ein gewisses Produktfeature gibt, einen gewissen Produktkern, der das Problem deutlich besser löst als das Produkt des Wettbewerbers. Wir können bis zu 3 Millionen Euro investieren. Genau, und alles andere kann man auch auf unserer Website sehen. Ich steige direkt mal ins Thema ein. Es folgen 10 Fehler oder 10 Dinge, die man idealerweise gut machen sollte. Immer mit einer kurzen Einführung und wie die Conny gesagt hat, alle eure Fragen gerne im Chat posten, falls ihr wollt, auch direkt mit dem durchnummerierten Punkt, über den ich gesprochen habe. Und dann im Nachgang versuche ich, möglichst viele Fragen zu beantworten. Genau, es geht direkt los. Es ist wie der Punkt schon sagt, das erste Fundraising ist Sache der Gründer. Was bedeutet es? Es gibt immer wieder Transaktionsberater, M&A-Berater, Einzelpersonen, die sagen, wir können euch beim Fundraising unterstützen, wir machen Intros zu Investoren, wir bereiten euer Pitch-Deck auf, wir handeln den Prozess mit verschiedensten Investoren und bekommen dann am Ende eine Success-Fee. Ist meistens abhängig von dem schlussendlichen Transaktionsvolumen. Das ist sehr etabliert im Private Equity Umfeld, ist auch relativ etabliert bei größeren Runden ab Serie B, C, teilweise bei einer großen Serie A Runde. Beim Seed Fundraising solltet ihr aber das Fundraising selber machen. Warum?
Es gibt meistens ja relativ wenig, worauf wir als Investoren schauen können. Es gibt vielleicht einen ersten Prototypen, MVP. Es gibt ein Gründerteam. Es gibt Ideen, wie ihr den Markt erobern wollt. Aber die Investmententscheidung ist eben bei uns primär darüber getrieben, wie ihr als Gründer auftretet, wie die Kommunikation mit euch ist. Und das kriegt man eben nicht hin, wenn man dann ein Intermediär zwischensetzt. Was noch dazu kommt, häufig sind eben die sehr professionellen M&A-Berater eher auf spätere Runden fokussiert, weil da eben größere Investmentvolumina auch umgesetzt werden und dementsprechend auch die Success-Fee höher ist. Deswegen muss man sich immer fragen, kann mir wirklich in der ersten Phase wirklich ein M&A-Berater weiterhelfen? Und in fast allen Fällen ist aus meiner bisherigen Erfahrung die Antwort nein. Ich weiß, dass ihr als Gründer oder potenzielle Gründer sehr, sehr viel zu tun habt mit dem operativen Geschäft, dann mit dem Fundraising noch obendrauf. Aber ja, mein ernst gemeinter Tipp, das solltet ihr schon selber machen. Der zweite Punkt ist einer, für den ihr euch relativ früh entscheidet, die Frage, wie setzt ihr eigentlich euer Startup auf und wie setzt ihr, in welcher Form beteiligt ihr euch am Startup? Und ich habe hier mal auf der rechten Seite ja, eine Beteiligungsstruktur skizziert, wie man es nicht machen sollte. Ganz wichtig. Ihr seht hier eine Startup GmbH. Das ist ja ganz klassisch. Wenn ihr startet, wenn ihr gründet, gründet ihr eine GmbH. An der sollen die Gründer natürlich beteiligt sein. Dann ist häufig die Frage, die auch uns gestellt wird, sollen wir uns als natürliche Person beteiligen? Sollen wir eine Beteiligungs-UG gründen? Mein Tipp ist eigentlich immer eine Beteiligungs-UG gründen. Und dann ist aber ganz wichtig, dass ihr nicht als drei Gründer oder vier oder zwei an einer Beteiligungs-UG wiederum Anteile am Startup haltet. Warum? Oder warum ist es für uns als Investoren wichtig? Es ist vor allem wichtig, weil die Corporate Governance, die wir auf der Startup-Ebene etablieren wollen, es gibt ja häufig Vesting-Klauseln, die auf einzelne Gründer eben abzielen, nicht etablierbar ist über die Struktur, die ihr hier gerade seht. Und das ist aber für uns als Investoren zwingend notwendig. Ist es eher die Regel als die Ausnahme, dass im Laufe der Entwicklungsphase des Startups Gründer das Unternehmen verlassen. Und in der Struktur, wie sie hier dargestellt ist, ist es enorm schwer, sozusagen die Kontrollrechte an der Startup GmbH dann dem Gründer, der das Unternehmen verlässt, eben auf die anderen beiden Gründer zu übertragen, die Anteile, die der Gründer, der das Unternehmen verlässt, hält, sauber aus dem Unternehmen raus zu operieren. Dementsprechend einige Hindernisse und der ernst gemeinte Tipp, auch tatsächlich ein Punkt, wo wir dann ewig mit Anwälten sprechen müssten, wie wir das irgendwie sauber gelöst kriegen über lauter Umwege. Es ist deutlich einfacher, wenn jeder eine Beteiligungs-UG gründet oder eben als natürliche Person euch einfach am Startup beteiligt. So, ein eher Edge-Case, aber aktuell auch bei uns wieder ein Thema gewesen. Es gibt klassische Banken, die auch Darlehen an Gründer geben, die zum Beispiel dann dafür persönlich bürgen. Das Darlehen fließt ins Unternehmen, ist klassisches Fremdkapital, also kein Nachrangdarlehen mit Wandlungsoptionen, sondern klassischer Kredit, der dann relativ schnell zu Zins- und Tilgungszahlungen führt. Und da liegt einer der Punkte, die wir sehr ungern sehen. Die Idee von Venture Capital oder von allgemeinen Finanzierungsrunden ist ja, dass man in die Zukunft investiert, in den Aufbau von einer Idee, von was Neuem und nicht Altlasten aus der Vergangenheit mit frischem Geld deckt. Und das ist aus zweierlei Hinsicht wichtig. Zum einen eben, weil wir das grundsätzlich nicht machen. Also auch wir als Härte Gründerfonds sagen, unser Investment darf nicht genutzt werden, um Kredite zu tilgen oder Zinsen zu tilgen. Was anderes sind Nachrangdarlehen oder sind genau Nachrangdarlehen mit Wandlungsoptionen, die ja in der Runde, wenn wir einsteigen, gewandelt werden. Was anderes können auch sein klassisches Gründerfremdkapital, wo die Gründer selber sagen, okay, die Tilgung und die Zinszahlung, die werden jetzt erstmal für die nächsten 4 Jahre ausgesetzt. Ist auch möglich, nicht wunderschön, aber möglich. Wenn aber eine Bank im Spiel ist, die wird sich darauf nicht einlassen. Warum auch? Für die ist wichtig, dass möglichst schnell Risiko wieder rausgeht. Dementsprechend solltet ihr bei klassischen Bankdarlehen vorsichtig sein oder euch zumindest des Risikos bewusst sein. Und es hat noch einen anderen Aspekt, der vielleicht häufig übersehen wird.
mit frischem Kapital wird ja Wert im Unternehmen geschaffen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel 200.000 Euro Bankdarlehen aufnehmt, dann schafft ihr damit einen Wert im Unternehmen, der idealerweise über 200.000 Euro liegt, und der die Bewertung von uns als Folgeinvestoren beeinflusst. Das heißt, wir zahlen, weil eben Geld ins Unternehmen geflossen ist, wahrscheinlich eine höhere Bewertung, weil ihr was damit erschaffen habt. Plus, wir würden dann das Darlehen aber selber aus unseren Mitteln wieder zurückzahlen, was quasi ja zweimal negativ, oder nicht negativ, aber zweimal einen Einfluss auf uns hat. Dementsprechend guckt einfach, wie ihr euch finanziert. Nachrangdarlehen ist der klassische Weg, wenn man noch kein Eigenkapital in der frühen Phase ausgeben will. Oder man macht eben dann früher oder später eine Finanzierungsrunde, wie wir sie auch machen, in die Kapitalrücklage. So, das ist ein Punkt, der in letzter Zeit immer häufig, den ich in letzter Zeit häufig sehe. Es gibt in Pitch Decks ein extra Slide mit jede Menge Beratern, Wegbegleitern, Advisern, wie auch immer man sie nennen will, die aber dann bei genauerem Nachfragen eigentlich eher auf dem Slide stehen, weil es gut aussieht, als dass sie wirkliche Mehrwerte schaffen. Und da ist für mich einfach der ernst gemeinte Tipp, auch um sich nicht zu verzetteln und um nicht Erwartungshaltungen zu wecken, wenn jetzt zum Beispiel eine besonders exponierte Person dann in eurem Beraterkreis ist und wir nachfragen, okay, was macht die denn eigentlich für euch? Und dann ist die Antwort, ja, die haben wir mal gefragt, ob sie uns beraten will, und seitdem ist nichts mehr passiert. Um eben diese Erwartungshaltung nicht zu wecken, sucht euch wirklich Leute, die enthusiastisch auch mit euch an dem Thema arbeiten, die Bock auf euch haben, die Lust haben, in ihrer Industrie Innovation voranzubringen. Die sind häufig auch eher intrinsisch motiviert als über Beraterhonorare oder Anteile. Wenn ihr einen richtig guten Berater habt, dann ist es auch legitim, mal ein paar Anteile rauszugeben, um ihn eben zu halten. Aber macht es nicht inflationär und sucht euch wirklich die richtigen Leute, mit denen ihr dann auch regelmäßig im Austausch seid. Genau. Der nächste Punkt, die Bewertungsvorstellung. Ein Thema, was früher oder später im Beteiligungsprozess natürlich hochrelevant ist. Wir als Investoren wollen natürlich wissen, wie viel Geld ihr aufnehmen wollt, zu welcher Bewertung. Ihr wollt idealerweise nicht zu stark verwässern, dementsprechend eine relativ hohe Bewertung erzielen im Rahmen des Realistischen, und natürlich auch immer die Frage, wie viel ihr einsammeln wollt. Und es macht enorm viel Sinn, sich nicht von den Headlines, die ich mal auf der rechten Seite exemplarisch dargestellt habe, blenden zu lassen. Zweistellige Millionenbeträge oder auch hohe einstellige Millionenbeträge in der Seed-Runde sind in Deutschland die absolute Ausnahme. Und auch die Bewertungen, die höchstwahrscheinlich hinter diesen großen Seed-Runden stehen, sind die absolute Ausnahme. Dementsprechend sind sie natürlich auch in den Medien besonders hervorgehoben und populär dargestellt. Den Großteil der Finanzierungsrunden findet man in Fachmedien. Da sind die Finanzierungsvolumina eher so zwischen, in der Seed-Runde so zwischen 500.000 bis maximal 2 Millionen, zu deutlich anderen Bewertungen. Und natürlich kann man immer Gründe finden, warum man sozusagen overperformt im Durchschnitt. Aber ihr solltet eine realistische Vorstellung haben, weil es ist sehr, sehr schwierig, wenn ihr mit einer extrem hohen Bewertungsvorstellung in den Prozess startet, sowohl für euch als auch für uns gesichtswahrend dann einen Kompromiss zu finden, der beide Seiten zufriedenstellt. Und hier auch nochmal der Hinweis: Es ist bei weitem nicht so, dass unser Ziel als Investoren ist, eine möglichst geringe Bewertung zu zahlen. Wir wollen nicht, dass ihr das Gefühl habt, wir hätten irgendwie euch über den Tisch gezogen, oder eine Notsituation ausgenutzt. Wir als Zeit der Gründerfonds zeichnen zum Beispiel so zwischen 10 und 20% der Anteile, im Durchschnitt. Und das ist auch die Bewertung dann korrespondierend, die wir häufig sehen. Wir wollen, dass die Gründer langfristig lange hohe Anteile am Unternehmen halten. Dementsprechend ist es ja nicht so, dass die Interessen da diametral gegeneinander stehen, Startups hohe Bewertung, wir niedrige Bewertung, sondern eigentlich gibt es meistens eine Grundmenge an Bewertungsvorstellungen, die für beide Seiten attraktiv ist, und die solltet ihr vor dem Fundraising validieren.
dass ihr da nicht reinschlittert und dann Aussagen treffen müsst, die entweder viel zu hoch oder vielleicht auch mal zu niedrig sind. Genau. Und auch zum Fundraising, klingt relativ simpel. Fundraising erfordert Vorbereitung, da spielt die Bewertungsvorstellung mit rein. Das spielt aber vor allem auch mit rein, dass wenn ihr dann wirklich mit Fundraising gestartet seid, das relativ aufwendig und zeitintensiv. Es gibt immer wieder Wellen, mal ist es ein bisschen weniger, dann wird es wieder mehr. Aber es wäre blöd, wenn ihr dann im Fundraising anfangt, Wettbewerbsrecherchen in Datenräume hochzuladen, Marktanalysen hochzuladen, euch zu überlegen, welche Referenzgesprächsteilnehmer ihr den Venture Capital Investoren nennen könnt, eure Daten, eure Gesellschafter, Verträge zusammenzusammeln, und dann eben schon im Fundraising zu sein. Ihr könnt viel wirklich vorher abdecken, ihr könnt den Datenraum sauber aufsetzen, ihr könnt all die Unterlagen, die ich gerade genannt habe, schon mal zusammensammeln, damit ihr das nicht zusätzlich zum eigentlich Fundraising-Prozess machen müsst. Und es ist immer ein sehr, sehr positives Signal, wenn auf die Frage, könnt ihr mir mal bitte irgendwie eine Wettbewerbsanalyse schicken, wenn ihr da ein Dokument relativ zeitnah rüberschicken könnt. Diese Interaktion in der Due Diligence ist ja auch Teil der Due Diligence. Das heißt, schnelle Reaktionszeiten, gut aufgearbeitete Unterlagen sind auf jeden Fall ein Pluspunkt. Und das kann man eben vorher schon vorbereiten, um dann ja, einen positiven Eindruck zu hinterlassen. Jetzt kommen zwei Punkte, Punkt 7 und Punkt 8, die häufiger auftreten und die tatsächlich auch Dealbreaker sein können. Die also, wenn wir in der Due Diligence diese Punkte aufdecken und da keine Lösung finden, dazu führen, dass wir auch Investmentprozesse abbrechen und nicht, wie bei vielen anderen Punkten, die ich jetzt genannt habe, wo man dann Lösungen findet, wo der Prozess sich dann zwar ein bisschen verzögert, aber im Endeffekt man zum Ergebnis kommt. Bei Punkt 7 und auch gleich bei Punkt 8, das sind Punkte, die solltet ihr sehr, sehr sauber abgearbeitet haben und die können eben, wie gesagt, zum Dealabbruch führen. Was meine ich mit DIP muss oder sollte vollständig Unternehmen sein? Das ist ein Thema. Wir sind ja viel in Kontakt mit Unternehmen, die aus Universitäten heraus gegründet wurden, auch aus Unternehmen heraus, aus Forschungseinheiten heraus, die vielleicht entstanden sind, während der Gründer noch bei einem anderen Unternehmen tätig war, wo vielleicht Software entwickelt wurde von externen Entwicklern. Und in all diesen Cases, die ich gerade genannt habe, stellt sich die Frage, wem gehört eigentlich der Code, das Patent, die Idee, auf der das Startup, was ihr jetzt gründet, fußt. Und meistens kann man das gut vertraglich regeln. Zum Beispiel, wenn ihr aus der Universität rausgeht, dass ihr vielleicht einen gewissen Betrag bezahlt, dass die IP direkt zu euch übergeht. Vielleicht gibt es die Universität auch so raus und sagt, okay, wir können damit jetzt eh nicht mehr viel machen. Hier startet gerne. Es sollte aber auf jeden Fall geregelt sein. Und die schwache Regelung sind sehr, sehr langlaufende exklusive Lizenzverträge für die IP, die dann in eurem Startup den Kern bildet. Idealerweise liegt eben alles in eurem Startup. Idealerweise habt ihr mit den Freelancern, die auch Code geschrieben haben, Verträge, dass sie das geistige Eigentum auf euer Unternehmen übertragen und da keine Ansprüche mehr drauf haben. Damit eben wir als Investoren in ein Konstrukt investieren, wo wir wissen, alles, was wir brauchen, um den Investment Case, den ihr aufzeigt, umzusetzen, um zu einem großen Unternehmen zu werden, liegt bei euch. Wir sind nicht mehr abhängig von Dritten. Es kann niemand kommen, wenn ihr dann eine große Finanzierungsrunde abschließt, die in den Medien ist, und sagen, übrigens, ich habe doch hier mal mitgearbeitet, nutzt ihr noch das, was ich damals geschaffen habe? Da würde ich jetzt gerne für vergütet werden. Dementsprechend löst es sauber und da helfen tatsächlich, das ist vor allem auch ein Thema im Hardware- und im Life Science-Team, wenn ihr frühzeitig an uns herantretet, helfen wir auch dabei. Das sind Sachen, die wir häufiger schon gemacht haben. Vor allem im Hardware- und im Life Science-Team haben wir da echte Experten für, die dann auch eben mithelfen, das so sauber rauszulösen oder so sauber überhaupt zu lösen, dass da zukünftig dann keine Probleme mehr entstehen. Und das ist auch was, wo wir in der Due Diligence ein starkes Augenmerk drauf legen.
Und wo ihr als Gründer natürlich auch früher oder später garantieren müsst, dass ihr euch da Gedanken zu gemacht habt. Der nächste Punkt ist die Gesellschafterstruktur. Ich habe es hier mal nachhaltige Gesellschafterstruktur genannt und wieder ein Bild aufgezeichnet oder eine Abbildung aufgezeichnet, die bewusst ein bisschen überzeichnet, was wir manchmal sehen. Wenn hier auf der rechten Seite ein Cap Table seht, ich habe es mal als Diagramm dargestellt, führe kurz durch. Die Gründer halten in dem aktuellen Cap Table noch 50%. Es ist Pre-Seed. Es hat anscheinend mal einen Business Angel investiert, der jetzt 20% hält. Wahrscheinlich haben die Gründer eine Softwareagentur beauftragt, das Produkt zu bauen, wollten kein Geld ausgeben oder hatten kein Cash und haben dann gesagt, okay, wir zahlen euch in Anteilen. Dann gab es anscheinend in diesem fiktiven Beispiel einen Mitgründer, der aber nicht mehr im Unternehmen ist, der aber trotzdem noch 10% der Anteile hält. Die Frau eines der Gründer, von einem der Gründer hält noch 2% der Anteile und 3% wird durch ein oder mehrere Berater gehalten. Was ist schwierig an diesem Cap Table? Schwierig ist insbesondere, dass eben die Gründer, die das Unternehmen jetzt durch das Seed, nach dem Seed Investment nach vorne pushen sollen, schon eine relativ geringe Incentivierung nur noch über Anteile haben. Und wir einfach aus unserer Erfahrung heraus festgestellt haben, dass Gründer, die lange noch einen relativ hohen Anteil am Unternehmen haben, Gründerteams einfach motivierter sind und auch besser performen. So eine Daumenregel, die wir als Seite Gründerfonds immer haben, ist, dass wir sagen, nach der Serie A, also wir sind hier Pre-Seed, dann kommt die Seed-Runde und dann kommt die Serie A-Runde. Wir wollen versuchen eigentlich, dass die Gründer nach der Serie A-Runde noch über 50% der Anteile halten. Ein zweites Thema, was hier ein bisschen schwierig ist bei dem Cap Table, ist, dass mit der Softwareagentur, dem ehemaligen Gründer und der Frau des Gründers zumindest mal drei Parteien im Cap Table sind, die höchstwahrscheinlich für die folgenden Schritte des Startups, wenn jetzt auch Geld da ist, eigentlich keine Mehrwerte mehr bringen. Die werden mitgezogen, weil sie früh mal im Unternehmen aktiv waren, aber die liefern keinen Mehrwert. Was kann man da machen? Man kann natürlich versuchen, Softwareagenturen einfach mit Cash zu bezahlen. Hier gab es ja anscheinend ein Business Angel Investment. Man sollte auch direkt bei Gründung, auch unter den Gründungsgesellschaftern, eine Regelung finden, eine Vesting-Regelung, was passiert mit den Anteilen, wenn ein Gründer das Unternehmen verlässt. Idealerweise werden die eingezogen und stehen dem Unternehmen wieder zur Verfügung oder gehen auf die beiden anderen Gründer über. Dann hätten die beiden jetzt schon mal 5% mehr Anteile. Und was Business Angel angeht, kann man nicht pauschal sagen, ob 20% jetzt viel oder wenig ist. Kommt immer auf das Investmentvolumen an, kommt auch darauf an, wie viel Mehrwert ihr darin sieht, dass der Business Angel jetzt mit an Bord ist. Aber so als Daumenregel sind 20% schon mehr, als wir durchschnittlich sehen, dass Business Angel in der Pre-Seed-Phase an Anteilen halten. Aber wie gesagt, pauschale Aussage da schwierig. Macht euch da früh Gedanken, wenn wir so ein Cap-Table sehen würden, würde das tatsächlich dazu führen, dass wir nicht mehr investieren wollen. Dann müsste man andere Regelungen finden, mit den Business Angels, mit den Gründern, mit der Softwareagentur. Und das ist super aufwendig, rechtlich, aber auch menschlich. Dementsprechend versucht, so eine Zersplitterung schon in der Pre-Seed-Phase zu vermeiden. Ein Punkt, der ein bisschen kontraintuitiv ist, der mir aber auch wichtig ist, weil wir sehen, dass in letzter Zeit Startups versuchen, immer größere Seed-Runden zu machen. Ist nicht per se falsch und kann auch richtig sein, wenn man dafür gute Ideen hat, wenn man sagt, okay, wir brauchen das Geld wirklich, weil wir sonst unser Produkt nicht auf die nächste Stufe bringen können, zum Beispiel, oder weil wir ganz genau wissen, wofür wir das jetzt investieren werden. Generell bedeutet mehr Geld in der Seed-Phase natürlich auch eine größere Verwässerung. Da kann man sich schon mal fragen, macht es vielleicht Sinn, gewisse Meilensteine, wie zum Beispiel die ersten Kunden systematisch gewonnen, wie zum Beispiel ein Produkt, was beim Kunden im Einsatz sein kann, wie zum Beispiel dann ein nachhaltig aufgestelltes Gründerteam, ob man diese Meilensteine nicht auch mit einem geringeren Investment umsetzen kann, um dann basierend darauf eine größere Runde einzusammeln, die eben diese Beweise, die ich gerade genannt habe, schon mitgebracht hat, wo dann auch die Bewertung eine andere ist. Zusätzlich sehen wir einfach
im Durchschnitt gilt auch nicht für alle Gründer, dass höhere Investmentvolumina dazu führen, dass ein bisschen weniger kapitaleffizient gearbeitet wird, dass Kosten schneller hoch aufgebaut werden, was dann vielleicht auch dazu führt, dass wenn man merkt, okay, das Modell muss nochmal adjustiert werden, wir müssen vielleicht an eine andere Kundengruppe, wir müssen nochmal was neu programmieren, was wir nicht auf dem Schirm hatten, was eben diese Pivots auch schwieriger macht, weil eben schon eine Vielzahl an Mitarbeitern für eine gewisse Richtung gestafft wurden, die man dann vielleicht wieder entlassen müsste, weil man Kosten runterfahren müsste. Dementsprechend, ja, macht euch einfach Gedanken und wenn ihr dann zum Schluss kommt, dass ihr eben doch die 2 Millionen braucht, dann ist es eben so. Aber häufig macht es Sinn, vielleicht auch so ein Ticket mal zu splitten in eine Seed-Runde mit einem kleineren Volumen und dann dafür in einer größeren Serie A. Und der letzte Punkt, ein bisschen selbstkritisch, auch nicht jedes Unternehmen benötigt Venture Capital. Es gibt nachhaltig aufgebaute Unternehmen ohne Eigenkapitalfinanzierung, die super erfolgreich geworden sind. Es gibt per se Geschäftsmodelle, zum Beispiel klassische Unternehmensberatung, sehr personalintensive, sehr personalintensive Geschäftsmodelle, die aus dem eigenen Cashflow wachsen können. Diese Denkweise, die man ab und zu mal hört, ich gründe ein Start-up, dann brauche ich Venture Capital Investoren, um zu wachsen, ist nicht pauschal anwendbar. Natürlich, wenn ihr ein Unternehmen gründet, wo ihr ein Produkt bauen müsst fürs nächste Jahr, für die nächsten 1,5 Jahre, bevor ihr erste Umsätze generieren könnt, wo ihr für den Produktaufbau Mitarbeiter einstellen müsst, die ihr auch irgendwie bezahlen müsst, dann macht es komplett Sinn, auch Venture Capital einzusammeln, wenn euer Markt groß genug ist und ihr diese Ambition habt, auch ein sehr, sehr wachstumsstarkes Unternehmen aufzubauen. Aber diese Frage, ich glaube, es macht Sinn, sich einmal kurz zu überlegen, okay, wofür brauche ich das Geld? Brauche ich es wirklich? Wann brauche ich es? Um dann eben dann mit Selbstbewusstsein in den Fundraising-Prozess zu gehen oder eben zu sagen, ja, eigentlich, warum? Ich kann doch mein Unternehmen auch so groß ziehen. Dann habe ich keinen Investoren an Bord, die wir auch gewisse Informations- und Mitbestimmungsrechte haben und von alleine wachsen. Das waren die 10 Punkte. Im bisschen Schnelldurchlauf. Ganz kurz noch ein kleiner Werbeblock von meiner Seite, bevor wir ins Q&A gehen. Hier erstmal meine Kontaktdaten. Die Conny hat es ja gesagt, die kriegt auch das Slide Deck, wo ihr könnt mich gerne kontaktieren über meine Webseite. Ihr könnt auch gerne meine Kollegen aus dem Hardware- und dem Life Science Team kontaktieren, wenn ihr Unternehmen habt, die ihr eher in diesen Bereichen angesiedelt seht. Und falls ihr Startups habt, falls ihr einen Pitch habt, den ihr einfach mal unverbindlich trainieren wollt, hier der Hinweis, die Open Feedback Sessions, die wir über Meetup anbieten, da könnt ihr euch anmelden. Ihr sendet uns euer Pitch Deck im Vorhinein und dann bekommt ihr einmal, wir machen das einmal im Monat, eine One-on-One-Session mit einem Investment Manager aus unserem Fonds, wo ihr einfach pitchen könnt, gucken könnt, okay, wie kommt der Pitch an, wie kommen die Slides an, wie kommen die Punkte an, muss ich vielleicht ein paar Themen rauslassen, wenn ich einen kürzeren Pitch habe, was kann ich noch mit aufnehmen, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, auf welche Punkte springen wir als Investment Manager an, welche Punkte solltet ihr vielleicht weglassen, komplett unverbindlich, einmal im Monat. One-on-one. Also ich bin ein bisschen parteiisch, aber ich sehe eigentlich ehrlicherweise keinen Grund, warum man das nicht machen sollte, wenn man ein Startup ist und einfach mal testen will, wie man bei Investoren rüberkommt. Dementsprechend, ihr seid gern eingeladen, meldet euch an und genau, dann werdet ihr mit einem meiner Kollegen sprechen, einmal im Monat.